Eine interessante Marke mit einem interessanten Background und interessanten Rädern, die zeigen wir euch in diesem Video. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes Eurobike 2021. Wir sind wieder unterwegs und wir haben hier eine Marke, die kennt ihr bestimmt schon irgendwie. Also diese Räder erkennt man sofort, aber kaum einer von euch da draußen weiß, wie man sie ausspricht. Dafür ist Niall da und der wird uns jetzt sagen, wie man die richtig ausspricht. Niall. Richtig wäre Grape. Grape. Ganz einfach. Grape Bikes. Dann haben wir das schon mal geklärt am Anfang. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, ja. Grape Bikes. Ihr habt ein interessantes Konzept damals auf den Markt gebracht. Also auch designtechnisch natürlich ganz eigenständig. Es gibt aber noch einen lustigen Background hinter dieser ganzen Firma. Ja, genau. Den darfst du uns auch mal kurz näher bringen. Okay, das mache ich gerne. Also wir waren vor ein paar Jahren einfach nur eine kleine Abteilung bei Rimac Automobili. Rimac Automobili, glaube ich, kennt schon jetzt der jeder. Der ein oder andere. Ja, der ein oder andere wurde vor, also Rimac Automobili hat jetzt vor ungefähr 2 Monaten Bugatti übernommen. Mhm. Ist jetzt eine ganz große Geschichte. Und ja, wir waren auch Teil dieser ganzen Gruppe, obwohl eine ganz kleine Abteilung. Und die ersten Leute, die sich da bei Rimac, die bei Rimac angefangen haben, die haben zu Hause in der Garage ein bisschen an den Bikes herumgebastelt. Und dann hat das der Mate gesehen und er hat gesagt, boah, vollkommen geil, aber sieht wirklich katastrophal aus. Bring das mal in die Firma, dann basteln wir da ein bisschen ran. Und das haben wir auch gemacht und dann wurden auch die E-Hyperbikes vorgestellt. Ja. Das waren die mit 120... Die komplett verkleideten auch, gell? Verkleiden, ja. Genau, 120 Newtonmeter Motor, ja. 16 Pferdestärken von 0 bis 70 in 6 Sekunden. Komplett bescheuert, komplett illegal, voll super, aber ja, das war für diese Hyperwagen-Eigentümer. Ja. Ne? Jeder möchte so ein paar Dinger von denen in der Garage stehen haben. Und dann kamen wir zu der Idee, dass wir eigentlich ein bisschen in diesem Hobby-Segment sein möchten. Und dann haben wir vor 2,5 Jahren unsere ersten E-Mountainbikes vorgestellt. Das waren die G6, ja. 1, 2 und 3. Und jetzt dieses Jahr stellen wir unsere G6 4, 5 und 6 Mountainbikes vor. Ja. Das sind die Nachfolger von den ersten Mountainbikes. Achso, dann gibt es die 1, 2, 3 gibt es dann erstmal nicht mehr, sondern das die geht sind dann einfach. Genau, die sind jetzt ausverkauft, die haben wir nicht mehr. Jetzt sind wir bei den neuen Modellen. Also eine neue Evolutionsstufe sozusagen, oder? Noch nicht ganz. Ja. Wir haben, ich sag mal, das sind jetzt unsere Facelift-Modelle. Ah, okay. Ja. Die neue Generation, die kommt erst. Ja. Aber hier, wir haben schon vieles an den Komponenten gemacht und wir haben vieles an der App gemacht. Wir haben also immer Updates, immer neue Updates, mechanische Teile, Komponenten und so weiter. Aber die neue Generation, die kommt erst noch. Ne? Das Interessante bei euch war ja auch immer, ihr wart immer extrem smart. Also ihr habt das immer schon die Integration mit Handy sehr früh mit ins Leben geholt. Auch mit einer Rückfahrkamera, was es ja so eigentlich nie wirklich gab. Wir haben eine eSIM-Karte in unserem System verbaut, beziehungsweise ein eSIM-Chip. Und der sorgt dafür, dass das Bike an sich eine Internetverbindung hat. Okay. Dann kann man Over-the-Air-Updates zum Bike schicken. Ja. Das kann der Endkäufer alles alleine zu Hause machen, ohne zum Händler zu gehen. Bike geht an, Download, installiert, fertig. Das ist in ein paar Minuten alles fertig gemacht. Ja. Wir haben eine Mobile-App entwickelt, das machen wir alles in-house. Und mit der Mobile-App kann man dann das Bike per GPS verfolgen. Man kann sehen, man kann den Batteriestand überprüfen, man kann ein bisschen mit dem Motor spielen. Dann, wenn man in dieser sogenannten Dashboard-Mode ist, dann kann man Navi anschalten, Terrain-Based Range. Mhm. Wir haben auch ein Fitness-Module mit einem kleinen Armband, Herzfrequenzmesser, Vorder-Hinterkamera, die eingebaut sind. Also viel, viel Schnickschnack gibt es genau, da schon. Ja. Ne? Ja, da wart ihr auch welche der Ersten, die wirklich so in dieses smarte Segment eigentlich wirklich reingedrückt haben. Das stimmt. Nach euch kamen ja erst die anderen Hersteller, die dann auch gemerkt haben, hey, da könnte man vielleicht mal was Das stimmt, ja. Wunderbar, lass uns durch die Modelle gehen. Ja, bitte. Schauen wir uns mal das G4 an. Genau, das sind jetzt unsere Nachfolger. Das G64, das ist jetzt das Einstiegsmodell bei uns. 27,5 hinten, 27,5 Rad vorne. Ja. Wir haben da nichts viel geändert, wie zum Beispiel bei den anderen zwei, wo es 27,5 hinten ist und 29 vorne. Ja.
dann ist man, dann steht man schon ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen bequemer auf dem Bike. Man hat das Gefühl auch, dass vorne auch ein bisschen mehr Platz ist. Genau, ne? Ja. Aber hier beim G64 sind wir auch mit den Komponenten nicht so ganz stark ausgerüstet wie bei den nächsten zwei Modellen. Ist ja auch der Einstieg. Genau, Einstieg. Und das Modell, das G64 Modell, wird ausschließlich D2C verkauft, also direkt an den Endkunden. Wir haben kleinere Mengen von denen bei uns. Und darum geht dieses Bike nicht durch unser Händlernetzwerk. Okay. Aber darum gehen das G65 und das G66-Bike genau durch das Händlernetzwerk. Motortechnisch, ist das euer eigener Motor oder was habt ihr da verbaut? Da haben wir mit MPF eine Zusammenarbeit. Okay. MPF ist eine österreichisch-taiwanesische Zusammenarbeit und sind eigentlich unserer Meinung nach sehr gute Motoren mit super Fahrgefühl, 90 Newtonmeter. Super leise, also man hört wirklich keinen Mucks und wir sind bis jetzt sehr zufrieden mit den Motoren. MPF am Anfang, weil MPF uns die Möglichkeit gegeben hat, mit unserer Software in den Motor einzugreifen, also Open Source. Da sind die großen Spieler natürlich vom Tisch und unsere Software kann dann mit dem Akku kommunizieren, mit dem Motor kommunizieren und dann ist unsere User Experience natürlich komplettiert. Ja. Ne? Akku machen wir selber in-house, wir kaufen die Zellen bei LG und dann verpacken wir den Akku selber, 700 Wattstunden mit eigenem Battery Management. Das ist der aktuelle Stand, ne? So 700er um den Dreh pendelt sich gerade alles plus auf. Minus, ja. Was ich halt cool finde, ist, dass ihr, glaube ich, auch bei den Herstellern ein bisschen lieber gesehen werdet, weil ihr habt aus dem Automobilbereich wahnsinnig viel Erfahrung, wo ihr dann auch sagt, wir wissen, wie wir sowas bauen müssten oder wie wir die Steuerung machen. Ja, das ist bei euch natürlich von Vorteil. Ja. Gehen wir mal eine Stufe höher. Ja. Das ist dann das G65. Das G65, genau. Beim G65, da sind wir schon, wie gesagt, ein bisschen nach vorne gegangen mit den Komponenten. Ja. Da sind wir schon bei der SRAM GX-Gruppe, 12er Kassette. Ja. Wir sind mit Fox 36er vorne, Fox auch hinten. Formula Cura, 4 Kolbenbremsen, Crank Brothers Felgen, Schwalbe, Nobinick Reifen. Das Seat Dropper 150 sehr gut ausgestattet. Millimeter. Ja, danke schön. Also man merkt schon den Sprung von dem G64 auf den G65. Ja, absolut. Man merkt, wieso wir jetzt so einen großen Unterschied zwischen den zwei Bikes haben. Und dann haben wir noch einen kleineren Sprung auf das G66, weil hier arbeiten wir mit Formula vorne, Gabel, also Formula Cervelo S. Ja. Entschuldigung, Formula Selva S. Ja. Mit Eddy Current von Schwalbe und mit Fulcrum Felgen. Also kann man schon sagen, je höher die Nummer ist, umso abfahrtsorientierter ist eigentlich auch das Rad, weil das ist ja wesentlich potenter als jetzt der Einstieg zum Beispiel. Ja, man kann wesentlich brachialer aufbauen. Genau, da ist auch ein bisschen mehr Federweg als bei den anderen Modellen. Also man sieht schon, wir haben ein bisschen daran auch nachgedacht, wieso wir jetzt die Sprünge von Modell zu Modell machen. Ne? Das ist top interessant, aber vom Design her ist es immer noch, seid ihr euch treu geblieben. Ja, also man erkennt ein Rad von euch auf jeden Fall auf den ersten Blick. Das war das Ziel, wir möchten ein bisschen anders sein. Ja, ne? Genau, das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Ja, das haben wir. Und was das Ziel auch war, wir sind entweder oder. Jemand sagt, Bike ist voll geil und der andere sagt, Bike ist nicht so ganz geil. Es polarisiert. Voll kacke, genau. Es polarisiert und das ist perfekt, weil wenn du jetzt von dem Käufer-Endkunden weg bist und der sagt, ich bin unentschieden, dann hast du nichts gemacht. Wenn er sagt, ist scheiße, super, es ist scheiße. Wenn er sagt, ist geil, super, es ist geil. Absolut. Dann wissen wir, wo wir sind. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einer noch spannenderen Neuerung, die ihr dieses Jahr präsentiert. Sie sind nämlich weg vom Mountainbike-Bereich, auch in den Trekking-Cityrad-Bereich. Und da schauen wir jetzt mal hin. Wir haben uns jetzt mal so ein Grape geschnappt, und zwar das Mountainbike, um einfach mal zu schauen, wie denn der Motor überhaupt sich so anhört, anfühlt und ob es einen großen Unterschied zu den unseren bekannten Systemen gibt. Und ich muss sagen, ich bin extrem überrascht. Er ist super leise. Also was man ja beim Bosch auch immer so merkt, wenn man sagt, er ist laut, das ist ja meistens dann so, wenn man in einer hohen Kadenz fährt, also man fährt relativ schnelle Trittgeschwindigkeit und das dann in der höchsten Stufe, da hört man schon, was für eine Lautstärke da entsteht. Das ist hier jetzt halt absolut nicht der Fall. Es ist extrem leise im Vergleich zu Bosch.
Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das System etwas nach unten gewandert ist, also nicht ganz so integriert im Rahmen ist und sich dadurch der ganze Hohlkörper nicht so als, dass sich der Schall da eben ausbreiten kann. Aber es überrascht mich schon, wie leise der ist. Ansonsten, wenn man fährt, merkt man die super Performance von allen E-Bikes. Da unterscheidet er sich jetzt halt nicht ganz so krass. Aber wir haben jetzt halt hier auch nicht die Möglichkeit, wirklich auf einer bergigen Etappe das irgendwie zu testen. Aber es ist schon erstaunlich, wie gut dieser Motor funktioniert. Und da spielt, glaube ich, auch ganz groß die Entwicklung von Rimac natürlich mit rein. Also von dem her, es ist schon ein ganz schönes Gerät. Gewöhnungsbedürftig in der Optik, aber es funktioniert echt gut. Und das größte Schmankerl ist natürlich die Rückfahrkamera. Da habe ich jetzt Max immer beobachten können, wenn er hinter mir Faxen gemacht hat. Das ist schon witzig. Also von dem her, ich bin positiv überrascht. So, und da sind wir nun. Wie nennt sich dieses Modell? Das neue Modell, das nennt sich T5. Mhm. Wir haben zwei von denen, T5 One und T5 Two. Okay, T5 Two ist das silberne, das ist das One, ist quasi wahrscheinlich wieder der Namensgebung, das der Einstieg, das andere dann eher genau, so ein bisschen genau. Der Unterschied ist jetzt nicht so krass wie bei den Mountainbikes, nur von den Komponenten her ein bisschen, aber sonst sind die Bikes von der Geometrie her und von der Elektronik her komplett identisch. Ja. Was man halt schon gleich sieht, er geht hier weg von diesem schrägen Akku, er geht ins eher so semi-integriert ins Unterrohr rein, hat aber auch wieder die gleichen Daten wie eure Mountainbikes, oder was haben wir hier? Genau, das stimmt. Die ganze Elektronik, die ganzen elektronischen Komponenten, die sind gleich auf jedem Bike. Ja. Ne? Wir sind mit dem gleichen Motor da, mit dem gleichen Akku, mit der gleichen Konnektivität, das möchten wir alles gerne am Bike behalten. Genau. Und darum haben wir wieder 700 Wattstunden Akku, MPF-Motor mit 90 Newtonmeter. Und wir sind von der Integration weg. Erstens, weil dann wir wieder in diesem Segment, wir sehen gleich wie alle anderen aus sind. Ne? Darum auch diese semi-integrierten Batterien, also semi-integrierter Akku, damit auch ein bisschen Luftströmung da ist. Für die Kühlung dann, ja. Genau. Man kann das Akku natürlich auf dem Bike laden oder wenn man es abnimmt, mit Schloss. Für uns jetzt beim E-SUV sehr wichtig. Absolut, ja. Und darum auch, damit es auch sehr praktisch wird. Weil wenn der Akku integriert ist, dann ist es manchmal auch unpraktisch, den Akku rauszunehmen, hochzutragen, wenn man in einem Stockwerk wohnt, in einer Wohnung. Oder auch auf Büro oder sowas. Weißt du, wenn du mittags, meistens sind solche Räder ja Pendlerräder, wo du dann sagst, du fährst in die Arbeit, nimmst den Akku raus, wenn du es darfst und lädst ihn dann in der Firma. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, SUV, also quasi dicke Reifen. Wir sind hier mit etwas dickeren Reifen unterwegs. Wir haben einfach die Chance, einen besseren Grip auch zu haben auf dem Boden. Und es gibt natürlich dem Ganzen noch ein bisschen mehr Dämpfung auch mit rein. Ja. Schutzbleche, Gepäckträger, also man sieht hier schon, es ist eine Ortliebtasche dran, ist alles wahrscheinlich hinbaubar, also ihr habt da jetzt kein Sondermaß oder sowas, sondern das ist alles wirklich auf den Pendler ausgelegt, oder? Genau, das kann man, also das ist standardmäßig und man kann auch Ortlieb benutzen, es ist wirklich praktisch, es ist so ein Bike, wo man wirklich auch super durch die Stadt kommt, ne? Man kann auch ein bisschen auf Bergwegen fahren, wegen den dickeren Reifen, also ein Bike für, sage ich mal, für multiple Benutzung. Genau, und Commuting natürlich. Wichtig hier auch wieder eure Kameras, hinten wie vorne, ne? Ihr habt da auch wieder diese Kameras verbaut. Da werden wir euch dann auch noch mal ein bisschen mehr in die App zeigen. So, wir sind jetzt hier im Außenbereich der Eurobike, also quasi eher im Innenbereich des ganzen Areals. Und hier gibt es einen Stand mit eurer Software und mit einem Handy quasi, wo wir mal endlich zeigen können, was dieses Rad überhaupt kann. Und das zeigt uns jetzt der Jan. Genau. Hi, ich bin der Jan, arbeite als Produktdesigner bei Grape und ja, wie der Basti schon gesagt hat, ich zeige euch jetzt die App. Okay, gut. Hier haben wir die Ride Session. In der Ride Session sieht man zum Beispiel die Triplänge, die Maximalgeschwindigkeit, die man gefahren ist, die Durchschnittsgeschwindigkeit und das sind so eher die Standardwerte, die man wahrscheinlich schon aus anderen, von anderen Herstellern kennt. Was vielleicht noch was Neues ist, ist hier über den Graph, jetzt bin ich gerade nicht gefahren, sieht man dann später den Geschwindigkeitsgraph und den Verlauf über die Strecke. Okay, wenn ich dann jetzt hier auf unserer hauseigenen Control Unit nach links drücke, komme ich in die Potato App rein, oder die Potato Funktion rein. Und die funktioniert folgendermaßen. Hier rechts sieht man das Assist Level und basierend auf dem Assistenz Level und der Batterieladung
und dem Höhenprofil um mich herum berechnet mir das System eine Potato, also eine amorphe Form, und zeigt mir an, wie weit ich gehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Assistenzlevel verändere, wird jetzt hier von der App ein neuer Radius berechnet und zeigt mir, gibt mir eine gewisse Identifikation an, wie weit ich wirklich gehen kann. Gehen wir weiter, haben wir hier eine Navigationsfunktion. Mit der Navigationsfunktion kann ich relativ standardmäßig jetzt hier draufklicken, eine Adresse eingeben und mich dann Turn by Turn navigieren lassen. Genau. Weiter in die Fitness-Mode. Zu jedem Bike kommt auch ein Heartrate-Tracker dabei, den man sich umschneiden kann. Und mit dem Heartrate-Tracker kann man dann einen Frequenzbereich einstellen, den man gerne fahren möchte. Und das Fahrrad hält einen dann automatisch in dem Frequenzbereich. Also man muss sich dann gar nicht kümmern und Plus, Minus drücken. Und das Fahrrad regelt dann die Assistenz automatisch, um mich sozusagen in dem gewünschten Assistenzbereich zu halten. Sozusagen steuert meine Herzfrequenz dann das Fahrrad. Genau. Unser beliebtestes Feature ist das Kamera-Feature. Hier habe ich die Frontkamera, ja, hier sieht man unseren Stand und habe auch hinten eine Kamera an dem Fahrrad, kann dann wieder über den Joystick, indem ich nach hinten drücke, die Rückkamera freischalten, genau, einschalten und sehe dann hier den Basti im Hintergrund. Genau. Ein weiteres Feature, an dem wir gerade arbeiten, ist das Retro-Feature. Mit dem Knopf hier kann man dann in der Zukunft, voraussichtlich Ende dieses Jahres, die letzten 30 Sekunden, wenn ich nicht gefilmt habe, wieder ins Leben rufen und zurückergattern. Das heißt, es ist was Lustiges passiert zum Beispiel, ich habe gerade nicht gefilmt, ich drücke den Knopf und die letzten 30 Sekunden werden gespeichert, die vergangenen schon. Und hier kommen wir wieder zurück zur Ride Session. Okay, das war jetzt zum Thema Dashboard Mode und des Weiteren haben wir noch eine Remote Mode. Dafür zieht man einfach hier das Handy ab und drückt auf den Remote Knopf. Dann schaltet sich das Handy ein und hier haben wir direkt die Textmessage. Wenn ich nämlich nicht am Bike bin und das Fahrrad sich bewegt, bekomme ich eine Nachricht, das Fahrrad bewegt sich. Möchtest du es vielleicht kontrollieren, ob alles okay ist? Das kann ich dann hier beenden und kann jetzt zum Beispiel, um zu gucken, ob alles okay ist, das Fahrrad, wo es ist. Und ich kann auch gucken, was gerade um den Fahrrad herum passiert, indem ich von der Frontkamera oder der Rückkamera ein Foto anfordere. Und dann kann ich hier gucken, ob alles okay ist und was gerade um den Bike drumherum passiert. Und das Ganze geht über das Internet, von der T-Com bis 2025 kostenfrei, kann man dann wie hier das Foto anfordern. Hab jetzt gesehen, das Bike ist noch im Demo-Bereich und sehe, alles ist gut und bin zufrieden damit, muss mir keine Sorgen mehr machen. Genau. Dann gibt es noch weitere Funktionen, kann halt hier noch über mir angucken, wo ich schon gefahren bin und wie lange meine Ride-Session läuft und meine Trip-Daten, eher die Standarddaten auch und sehe dann auch hier das letzte Video, was ich zum Beispiel aufgenommen habe mit der Kamera. Genau, und das wären die groben Funktionen, die wir anbieten. Wenn man so ein Rad will, ist es schon im Handel, kommt es in den Handel, wann ist es verfügbar? Ist schon im Handel. Haben schon unser Verkäufernetzwerk in Deutschland ein bisschen aufgebaut. Ja. Das kann man auf unserer Webpage sehen, bei Store Locator. Ja. Da gibt es so eine Mappe mit Punkten in Deutschland. Ja. Man kann es auch direkt auf unserer Webpage kaufen, obwohl wenn jemand in Deutschland lebt, dann sind wir auch eher dazu in dieser Position, jemandem zu sagen, bitte kauf das Bike eher durch das Händlernetzwerk. Ne? Es ist ja auch besser, weil du hast den ganzen Service und Support dann auch über den Händler, von dem er macht das mehr Sinn. Stimmt. Ja. Zwei Modelle, Einstieg geht los bei wie viel? Bei 4.500. Jawohl. Und dann steigen wir auf 5.500. Absolut im Rahmen der heutigen Preise, sage ich jetzt mal. Und die Ausstattung ist ja auch ist eher seltener. Gell? Ja, der ja. verbaut hier Formula-Bremsen. Das ja, genau. Findet man an solchen mit Rädern Sam, mit RockShox, ja, ja, ja. Also wir wollten auch nicht jetzt von der Qualität her viel wegnehmen. Ja. Ne? Wir ja. möchten auch so einen Standard anbieten, den wir bis jetzt hatten mit den Komponenten. Und da bleiben wir uns treu. Absolut. Also, wenn ihr so ein Rad wollt, schaut auf die Seite und ansonsten vielleicht zum Händler eurer Wahl in der Nähe. Ansonsten vielen lieben Dank. Bitteschön. Und wir schauen mal wieder weiter.